So, herzlich willkommen hier zurück bei der Outer Worlds im Raumschiff, das ja kaputt ist. Und ich muss es irgendwie reparieren. Ich habe letztes Mal hier oben aufgehört. Und ich habe mich schon so ein wenig umgesehen und nur da unten noch nicht. Und deswegen gehe ich das einfach mal runter. So, dann schaue ich mal hier um. Die ist leer. Die Kiste, sag ich mal. Was ist das? Wurfballschläger aufheben. Okay. Ein Wurfballschläger. Immer wenn ich aufsteige und so weiter. Erhält so Fähigkeitspunkte. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Alle dann erhält so besondere frei, okay. Gut. Ich will aber noch nichts verteilen, ich will noch mal ein bisschen abwarten. Ich will hier mal diesen Schläger mir mal angucken. Der hat Stufe 2. Naja, das ist nicht so besonders. L3 ist vergleichen, ja, aber nee, das ist. Pff, das kann ich, wenn ich eben keinen verkaufen oder so, aber das brauche ich nicht. Gut. Eine Werkbank nutzen. Nein, ich will noch keine Werkbank nutzen. Vielleicht geht es ja auch noch gar nicht, aber ich brauche das ja im Moment auch nicht. Ein Bett. Schlafen. Kann sogar schlafen. Nee, will ich jetzt nicht. Hier geht's dann wieder hoch. Hier ist eine Kamera. Okay, hier muss ich hin. Und ich bin wieder draußen. Ah ja. Ich war aber drin noch gar nicht ganz fertig. Aber egal. I'll be with you, friend. Huch. I'm Ernie from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me, they're all dead. Mind telling me what happened here? Ja, die Wachen und Anwohner hatten eine kleine Auseinandersetzung. Die Wachen haben sich auf ihre Patrouille aus Versehen selbst... aus Versehen, ja klar. Nö, hier, die Wachen und die Anwohner hatten eine kleine Auseinandersetzung. Altercation, you say? Shame as that goes. Spacer's Choice Policy strictly prohibits dying during work hours. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. Ich könnte ihre Ausrüstung gebrauchen. Wäre ja sonst zu schade um die guten Sachen. Ja, gute Idee. Dann kannst du dich ja gleich noch an diesen Schiff. Und dieses Schiff kann man. Ich versuche mal das mit der Rüstung, ob ich die gebrauchen, also ob ich die kriegen kann vielleicht. No can do, friend. That armor is Spacer's Choice property. Bodies too. Okay. Or otherwise. Company policy, see? Hätte ja sein können. I want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your let's just say aggressive disposition. Okay. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice, it's Spacer's choice. Ja, ich davon habe schon gehört. Augenblick, ich will dich etwas fragen. Okay. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas over by the cemetery. Am Friedhof, okay. Wird gespeichert, das ist toll.
So lange war ich drinne. Ich bin reingegangen, da war das hell. Jetzt ist es dunkel. Okidoki. Wo ist denn der Friedhof? Egal. Den finde ich mit Sicherheit noch früh genug. Diese Polarlicht. Oh, was ist denn das Rote da? Alter, das ist der Ring. Donnerwetter. Okay. Ich lauf mal ein bisschen hier hin. Was ist das denn kaputtes hier? Ein altes Wrack entdeckt. Plus 100 EP. Droglokolos. Droglokolos. Okay. Moment, wenn ich mich da ranschleiche. Ein Droglokolos. Das Ding sieht ziemlich groß aus, aber mal gucken. Und oh Gott. Das hat nur ganz wenig Schaden gemacht hier. Ja gut. Aua. Gut, da muss ich da wohl eine Fernwaffe nehmen. Mit ne, wieso geht es auf Einstellung? Okay, gut. Mit meinem Schwert komme ich bei denen nicht weit. Habe ja kaum Schaden gemacht. Ach ja. Nee. Gut, dann gehe ich noch mal in die Richtung. Oh, wie schön. Es ist dunkel, das kenne ich ja noch gar nicht. Kann die Pilze nicht kaputt machen, schade. Okidoki. Also. Oh, ich habe einen Frack entdeckt, 100 Punkte gegeben. Ja, lustig, ne? So, wenn ich... bitte was? Nein. Aua. Ach man. Wo kam der denn jetzt so plötzlich her? Ach du Heilige. Wie kommen wir nach die zwei? Okay. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Halten. Dauert das noch ein bisschen. Okay. Ja. Die sind eine Nummer zu stark. Oder was heißt eine Nummer? 10 Nummern zu stark. Gut, für die muss ich halt eben eine gute Fernkampfwaffe nehmen. So, mit der hatte ich davon gesprochen. Hier pieps. Okay, und hier kam ich halt dann wieder hoch. Meine Nase juckt. Ach Mensch. Moment. So, Moment, hier ist, genau, hier ist die Tür.
Da muss ich niesen, das ist doch... Okay, meine Lebensenergie, die geht ein bisschen, also die geht alleine hoch, wenn ich jetzt lange nicht getroffen werde. Das ist ja auch schon mal was. Aber die anderen Viecher, die mache ich irgendwann später mal. Die schmeißen mit dicken Steinen und überhaupt hier. Das ist nicht schön, da kriege ich ja Kopfschmerzen, wenn ich so einen dicken Stein im Kopf bekomme. So, eine Uhrzeit habe ich hier nicht, aber es ist dunkel und immer wird es dann wieder hell. Ich gehe mal hier hoch. Mal gucken, ob ich hier... komme ich hier überhaupt hoch? Yep. Was ist das denn da? Okay. Da blinkt irgendwas. Da hinten ist eine Stadt. Ah. Ein Plünderer-Späher. Okay. Hoppala, Kati, was machst du hier? Ja, komm ich doch mal. Oh, der hat einen Wachhund oder sowas. Da weiß ich jetzt nicht, wie stark der ist. Ha. Und dann ist da noch der in der Nähe. Warte mal. Ich nehme mal die Pistole. Und dann schaue ich mal. Das hier abhauen kann ich. Mich hinter den Felsen verstecken oder hier. Ach, da ist auch noch einer. Das ist natürlich... dass die da so einen Wachhund haben. Gut. So. Okay. Ja. Getötete Gegner 100. Gut, der hat nichts bei sich. Schade. Oh. Moment. Hallo? Leg dich hin. So. Moment, hast du was bei dir? Der hat auch nichts, oder die? Ja, sowas. Troglo, was ist denn ein Troglo? Ach so, dieses Affenvieh. Okay, aber oh, der hat was. Ein Bergbauhelm, Stufe 4. Okay. Ist der jetzt besser als der andere, den ich habe, oder wie sehe ich das hier? Warte mal. Inventar, da habe ich nur meine Waffen. Nein. Ich kann doch auch die Waffen irgendwie schnell wechseln, ne? Das ist das hier. Ich kann ja vielleicht zwischendurch mal so speichern. Was ich habe, das habe ich. So, speichern abgeschlossen. Ich komme hier in dieses Menü. Hier habe ich die Dinger. Tagebuch ist das hier. Dann ist das da. Ja, da müsste ich aber... Hä?
Wo war denn nochmal das, wo ich das alles angucken kann? Steuerkreuz war nichts. Hier habe ich nur das. Quadrat. Nein. O geh in die Hocke und X erhüpfe ich. Ein Bitmodul, okay. Transferieren. Nee. Na gut. Hier bin ich jetzt an der Küste. Okay. Und da ist eine Stadt. Die scheint doch ziemlich groß zu sein. Anführer der Siedlung. Ah, achso, und der ist noch. Da schwebt irgendwas. Oder fliegt sogar noch irgendwas. Ich nehme mal an, das ist ein Durchgang oder. Ja. Das ist aber jemand. Ein Plünderer. Moment. Da könnte man dann auch noch lang gehen. Ah ja, ich komme von hinten. Das ist doch schön. Ah, da ist noch einer. Okay. Ich überrasche euch. So. Und zack. Oh, bam, bam, bam. Ach, da bist du. Zack, zack. So. Ich muss gerade auf meine Katze aufpassen. Die Kati, die macht gerne was untersuchen. Jetzt schnüffel die gerade an der Konsole rum. Alles nehmen hier, komm. Bitmodul, Munition, eine leichte Pistole. Die, ich habe eine, dann kann ich die wohl verkaufen. Okay. Schön von hinten überrascht. Jawohl, so muss das sein. Immer schön von hinten kommen und dann wird gestochen. So, es wird ja schon wieder hell. Nur wo mag dann der Friedhof sein, von dem die Rede ist hier? Da oben ist ein. Meine Fresse, jetzt muss ich hier auch noch auf die Katze aufpassen, weil die hier. Ach Mensch. Moment. So. Bin wieder da. Wie komme ich denn da oben hin? Was wäre denn da, was man da vielleicht noch untersuchen könnte? Man hier über die Berge gehen oder was und dann sehen, dass man da irgendwo hochkommt, aber okay. Oh, von hier oben ist das dann eine Riesenstadt. Alter. Bis du dir da alles angeguckt hast, das dauert ja keine Ahnung wie lange. Eine ganze Stunde oder was? Ich weiß es nicht. Da sind auch noch was außerhalb der Mauern oder. Hier sind merkwürdige Geräusche. Das hier sind Pusteblumen oder was? Ich sag mal Pusteblumen dazu. Alter, viele Häuser, viele Gebäude. Und wenn das da oben kein Vulkan ist, dann weiß ich auch nicht. Goodie. Ach, hier ist ein Zaun. Ich denke, hä, warum komme ich denn da nicht weiter? Hopp.
das ist der Friedhof, von dem die Rede war. Oder ist, wie auch immer. Alles klar. Hep. Und hier ist abgezäunt. Warum das? Sind hier wichtige Sachen? Hm. Was ist das hier? Sind hier Roboter am Arbeiten oder so? Aber im Moment arbeitet hier immer, hänge ich hier überall fest. Okay, hier scheint. Was? Wer redet denn da? Achso. Hi. So, du bist weiblich. Besser als die Arbeit in der Konservenfabrik. Ja, gut. Ist mir ja auch egal, ob du geschlafen hast oder nicht. Ich bin ja nicht dein Chef. So, da geht die Sonne auf, Alter. Ich stecke mal die Waffe weg, weil hier in der Stadt da mit Waffe rumlaufen, das ist wohl keine so tolle Idee. Hier kann ich schon mal hoch, oder was? Mal von oben gucken. Okay, die brauchen wir hier noch. Öffnen. Steht hier draußen dran, was das ist? Nö. Ich komme einfach mal in die Küche rein. Hallo. Eine Schaufel stehlen. Ich kann hier was klauen. Mag es halt, ja, aber was ist, wenn ich dabei erwischt werde? Ich speichere das vorsichtshalber mal. Moment. Ich weiß nicht, ob das dann irgendeine Strafe gibt oder sowas. So, speichern ist abgeschlossen und dann, ich versuche das mal. Ich denke mal, solange es hier keiner sieht. Was ist das denn? Nee, was zu trinken? Nee. Ah ja, Thunfisch. Der hat da nichts viel zu tun. Bitte was? Schwere Munition. Huh. Kühlschrank ist leer. Schwere Munition. Leichte Munition. Ich habe ein so ein Dietrich, ich brauche dafür aber drei. Überbrückungskontakt. Sonst ist hier keiner, ne? Ne. Mal gucken. Mitnehmen. Hm, hier ist ein Bett. Diesen Samstag, was ist da? Wir spielen 8 dafür dann dieser Schläger, alles klar. Mhm. Ein Bitmodul, aber mit immer mitnehmen. Noch mehr, mal 22. Wie viele Bits habe ich denn von? Ist das ja die Toilette oder was? Ja, das ist die Toilette. Das ist die Dusche. Okay. Hm. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Das ist doch nett hier.
So. Hier unten geht's nicht rein. Hier ist doch Licht an. Irgendwas. Friedhof entdeckt. Oh. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Ich nehme mal mit alles, was ich kriegen und tragen kann und so weiter. Nein. Terminal benutzen, da ist ein Schloss vor. Leichensäcke kosten extra. Aha. Nachrichten, Inventarprotokolle verlassen. Nachrichten von Kai, oder? Doch, vom Lieber Leser, liebe Leserin, dein Abo des Bestatterverbands Newsletters ist abgelaufen. Wir möchten dich dazu einladen, dein Abo zu erneuern. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann erhältst du zusätzlich noch ein Exemplar unserer neuesten Publikation. Bild der Schaufel. Vierteljährlich. Ja. Okay. Von so und so an so und so. Der Friedhof von Edgewater ist Eigentum des Unternehmens Space Choice. Die Space Choice Familie kümmert sich um ihre Mitarbeiter von der Wiege bis ins Grab. Okay. Bild dahin Grabstätten und Grabstand zum erschwinglichen Preis. Grabrede des Ordens des wissenschaftlichen Diskurses inklusive. Gut, das hatte ich eben. Inter Dings, nein. Okay. Ja. Und der braucht sogar 5. Waffenteile mitnehmen. Raumschiffmodul. Okay. Nein. Kann ich das hier bei mir irgendwo angucken, das Raumschiffmodul? Nein. Da nicht. Aber ich hatte das auch mal irgendwo. Ach, stimmt. Ich habe die Reihe da unten nicht gesehen. Okay. Ich spiele das auch gerade erst einen Tag und muss mich da erstmal rein fummeln. So, der Bergbauhelm. Rüstung 4. Und meine hier oben auch Rüstung 4. Der ist leicht, der ist auch leicht. L3 ist vergleichen. Stufe 1, Stufe 1. Plus 5, plus 5, ja. Ich nehme mal den blauen. Sieht jetzt auch nicht besser aus als der gelbe, aber immerhin besser. Also, ja. So, warte mal, das war dieses, das war das. Saltuna Filet. Schön Thunfisch. Lecker, lecker. So, Schlägerausrüstung.
Option zu Schrott hinzufügen. Dieses Kit verbessert die Griffstärke und die Beweglichkeit deiner Beine. Reparieren? Fallen lassen? Nee. Okay, sonst noch was? Waffenteile. Waffen, Komponenten, mit denen Waffen repariert werden. Okay. Das ist Dietrich. Diebstahl ist nicht die Antwort. Diebstahl ist die Frage. Und die Antwort lautet ja. Okay, ein Werkzeug, um Computer zu hacken. Zu hacken, wie auch immer. Dürft ihr hacken. Okay, wenn ich einen Computer habe, muss ich mal gucken. So, das ist mein Ausweis, den ich ja bekommen habe von Ada. Okay. Immerhin. Das ist also mein Ausweis. Sehr schön. Das ist Mörderfleiß. Gut. Aha. Okay. Auch geil. Okay, gut. Dann ja. Mache ich erstmal weiter. Bin aber auch schon wieder über eine halbe Stunde drüber. Ey. Die Zeit geht hier so schnell. Schaufel. Was soll ich bitte schon mit einer Schaufel? Spaten. Kann ich die denn auch noch verkaufen oder was? Mülleimer. Anreden. So. Ja gut, ich kann hier mal eine Pause machen und dann gehe ich in der nächsten Folge da mal rein. Oder ich gucke mich hier draußen nochmal um. Da fliegt irgendwas. Warum sind die mit dem Gitter hier? Okay, haben die Angst, dass da welche sich ausgraben oder was? Und dann. Tja, die hier haben keine Gitter. Okay, hier hat. Schade. Da ist bestimmt Graf Dracula da drin oder so. Irgendein Bohrer. Ein Bitmodul. Bohrer. Ach nee. So. ja. Es macht Spaß hier draußen rumzulaufen und zu erkunden und so weiter. Lecker. Essen die, diesen Thunfisch noch heute. Und so weiter, ja. So ungefähr. Schöne Werbung. Und wenn die heute einkaufen, kriegen die noch zwei Dosen Thunfisch umsonst. Denn die tun ja nichts, der Fisch. So, hier wird auch wieder gebaut, nehme ich mal an. Oder sind alte Ruinen? Oh, hier war auch schon lange keiner mehr, wurde auch lange nichts mehr sauber gemacht. Dann gucke ich mal von oben runter. Da geht ein Weg hoch. Ach, da. Da lebt irgendwas. Und hier ist dann halt auch noch irgendwas an Gebäuden und so weiter. Okay, das ist aber ja außerhalb der Stadt. Nein, hier komme ich nicht rein. Das war von irgendwie zu erwarten.
35 Minuten. Edgewater. Ja. Gut, da ist blau. Geht blau auf? Jawohl. Da war irgendein Tier. Moment. Verkaufsautomat entdeckt. Was seid ihr denn für kleine Gefühl? Hallo? Holla, noch einer. Tollwütiger Spratt. Spratthaut. Die abgezogene Haut eines erwachsenen Spratts. Wusstest du, dass es Spratts auf jeder Welt gibt, die von Menschen kolonisiert werden? Hilft dir dieses Wissen irgendwie weiter? Ich wollte es eigentlich nehmen und nicht hüpfen. Ich springe vor Freude, weil ich gleich drei von denen getötet habe. Ich nehme mal was zu trinken mit. Vielleicht kann ich das ja mal verkaufen. Ich weiß es nicht. Einer von vier, oha. Der Automat macht hier seltsame Geräusche. Was gibt's denn hier? Verkaufsautomaten bieten eine größere Anzahl an kaufbaren Gegenständen. Überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackenfertigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Ah ja. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei der passenden Fraktion verfügst oder eine Hackenfertigkeit von 40 oder mehr hast. Okay. Donnerwetter, und hier kann man denn einiges kaufen. Halleluja. Okay, das kostet 6, das kostet 2. Ach, meine Bits. Ich habe 104 Bits. Das ist ja interessant. Okay, 104 haben wir. Hier kann ich einiges kaufen. Teleskopstab, was soll ich denn damit? 100, was ist das? Ach, nee. Okay. Körperpanzer. Okay. Das ist aber ziemlich teuer. Gut. Ah ja, hier ist dann halt einzeln. Dann die Waffen, hier gibt es dann die Ausrüstung. Hier kann man sich dann halt was essen und trinken besorgen. Da ist eine Spritze. Genau. Gut. Da ist nichts. Kaufen, verkaufen. Aber ich kann ja noch nicht verkaufen, weil ich ja erstmal die eine Stufe haben muss. So wie ich das gelesen habe. Okay. Ja, schön, ne? Ist ja so wie bei Dingens hier. Bioshock, die Automaten. Okay, das heißt, ich kann im Moment noch nichts verkaufen. Warte. Da geht's hoch. Was bist du denn? Wassertabletten. Okay, mitnehmen. Aber hier, was ist das?
Ah ja. Auch wieder die Thunfischwerbung. Okay, hier Zigaretten. Nikopad. Was das auch immer hier ist. Oh, hier unten ist noch was. Bitmodul. Ja. Yeah. Okay, gut, dann beende ich mal hier die Folge. 40 Minuten. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Mal gucken, ob ich hier draußen noch was finde, wo ich rein kann. Bevor ich dann halt in die Stadt reingehe. Mal gucken. Ich glaube nicht. Aber ich schaue mich da mal um. Da oben ist ja noch ein bisschen was. Also, dann macht hier erstmal noch einen schönen Tag oder je nachdem, was du gerade hier hast. Und dann gehe ich nächstes Mal da rein. Aber bevor ich denn da reingehe, schaue ich mich hier noch mal bei den Gebäuden oben um. Gebäuden oben um. Hört sich auch komisch an. Okay, dann mach's erstmal gut bis dahin. Und dann sage ich, bye bye.